Yo, hey und hallo YouTube, willkommen zurück zu einer weiteren Episode unseres Pokémon Blaue Edition Randomizer Nuzlocke Throwback Let's Plays oder Projekts. Und wie ihr gerade gesehen habt, habe ich eine ziemlich lange Grinding-Montage hingelegt, im Vergleich zu denen, die wir sonst gemacht haben. Und das liegt daran, weil ich versucht habe, alle Pokémon im Team im Squad Richtung Level 50 zu ziehen. Aber wir haben während der Grinding-Montage leider einen Verlust einstecken müssen. Unser Kuri ist gekrittet worden, Boys. Es hat einfach ein Crit nach dem anderen gefressen und ich konnte es nicht am Leben halten. Am Ende sind wir von Hälfte Leben auf Null gekrittet worden. Und ich konnte es leider nicht vermeiden. Das heißt, wir müssen Kuri jetzt austauschen. Und das einzige Pokémon, was dementsprechend nicht hochgelevelt sein wird, ist das Pokémon, was wir jetzt dafür austauschen. Aber ich werde trotzdem eins mitnehmen, einfach nur, damit ich zur Not einen Death-Forder habe oder sowas, wo ich halt einfach Pokémon reinschmeißen kann, falls es sein muss. Kuri war auf 53, sollte hochgelevelt werden noch, als einer der letzten im Squad, und es hat es leider nicht überlebt. So, wechseln wir zurück in die Box 1 und ich glaube, ich werde diesmal dann doch das Charnera mitnehmen. Auch wenn das Charnera nicht ganz auf Level 50 ist, denke ich mal, dass das Charnera, also Claire, durch ihre hohe Defense definitiv die Möglichkeit hat zu überleben. Das heißt, ich werde jetzt Claire zum Layout hinzufügen und euch ein kurzes Team-Recap geben, damit ihr wisst, wo wir zurzeit stehen. Und wir müssen erstmal ganz kurz heilen, sehe ich gerade, weil Claire immer noch Damage hat. Wunderbar. So, ins Team. Und wir haben dabei... Holy shit, relax. Wir haben dabei auf Level 50 unseren guten Flex. Flex! Mit Karateschlag, Fußkick, Stärke und Krabhammer. Dann haben wir dabei... Auf Level 51 unsere gute Pearl mit Drachenwutstärke, Donnerwelle und Surfer. Außerdem haben wir dabei unseren Starter Xeno auf 52. Hallo? Irgendwie wackt das hier gerade ein bisschen rum. Langsam aber sicher werde ich hier... Alles klar, mit Rasierblatt, Rankenhieb, Kaskade und Zerschneider. Dann habe ich dabei die gute Sina auf 51 mit Dornkanone, Surfer, Hydropumpe und Superschall. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihm Dornkanone beigebracht und ich habe sofort bereut. Ich hätte hundertprozentig Dornkanone nicht lernen sollen gegen Aurorastrahl. Ich habe es dem Pokémon beigebracht und ich habe es sofort bereut, weil wir jetzt keine Eisattacke mehr auf Sina haben. Wenn ich die Attacke hätte rausgeballert, dann hätte es Hydropumpe sein sollen. Weil der Superschall kann immer noch mal ganz praktisch werden mit der Verwirrung. Aber Dornkanone ist es nicht wert gewesen, dafür Aurorastrahl abzugeben. Ich bereue das, aber so ist es nun mal. Dann haben wir noch dabei auf Level 50 Queen, unser Nidoqueen mit Surferstärke, Body Slam und Giftstachel. Und unser letztes Pokémon im Team, was wir gerade hinzugefügt haben, ist Claire, das Charnera mit Duplex Heap, Gesang, Heuler und Komprimator. Kein super Moveset, aber wir haben eventuell hier eine Wall, die ein bisschen tanken kann. Wir haben hiermit die Möglichkeit, das Pokémon in Schlaf zu setzen, sodass wir dann wieder safe rausswitchen können zu einem anderen Pokémon. Die meisten in Gen 1 schlafen safe 5 Runden, wenn sie einmal schlafen, wenn sie nicht rausgeheilt werden vom Trainer. Von daher habe ich da ein richtig gutes Gefühl mit dem Pokémon. Und ich habe angestrebt, jedes meiner Pokémon auf Level 50 zu trainieren oder 50 plus besser gesagt, da ich mich informiert habe, wie in der letzten Episode schon angekündigt. Und die Elite 4 haben noch höhere Level als die Level, die wir jetzt haben. Das schwächste Pokémon in der kompletten Elite 4 ist Level 54. Keins meiner Pokémon ist 54. Das stärkste Pokémon in all den Elite 4 Kämpfen ist Level 65. Und unsere Pokémon sind 50 bis maximal 52. Es wird riskant as fuck da reinzugehen. Wirklich riskant ohne Ende. Aber ich wollte nicht noch länger grinden. Das Grinden hat mich gelangweilt. Das Grinden hat Items verbraucht ohne Ende. Und ich habe nicht mehr so viel Geld. Ich habe alles an Items aufgestockt eben, was ihr noch gesehen habt am Ende der Grinding Montage. Was wir hatten, was wir brauchen. Wir haben einige Items dabei. Wir haben 13 Hypertränke, 20 Hyperheiler und 12 Top-Genesungen. Außerdem habe ich die ganzen Elixiere aus dem PC noch mit rausgeholt, damit wir unsere Attacken auffrischen können, etc. etc. Also ich denke mir mal, wir sind relativ good to go. Aber ich habe echt Schiss, dass die gegnerischen Pokémon uns wortwörtlich überlaufen, weil sie mega, mega stark sind vom Level her. Das ist wirklich meine einzige Angst gerade, dass wir wegen den Levels auf die Fresse bekommen. Aber ich bin bereit und ich würde sagen, wir springen hier rein und wenn wir verkacken, verkacken wir halt. Deswegen spielt man den Nuzlocke. Es soll interessant bleiben, es soll crazy bleiben und... Jetzt gibt's kein Zurück mehr, Boys. Es gibt kein Zurück mehr. Willkommen in der Pokémon-Liga. Ich bin Lorelei. Ich gehöre zu den Top 4. Niemand kann sich mit mir messen, wenn es um Eis-Pokémon geht.
Diese Kraft von Eisattacken ist unglaublich. Du wirst um Gnade winseln, wenn ich deine Pokémon eingefroren habe. Bist du bereit? Mehr oder weniger, Lorelei. Mehr oder weniger. Wie schon gesagt. Wir leaden gerade mit Flex, aufgrund der Tatsache, weil ich dachte, dass Flex hier ein relativ solider Allround-Pick ist. Und ich glaube auch mal, gegen das Nidorina werden wir mit Flex relativ gut ankommen. Flex outspeedet. Das ist sehr schön. Machen aber keinen Schaden. Okay, okay, okay. Das Einzige, worüber ich richtig, richtig dankbar bin, das gebe ich ehrlich zu, ist die Tatsache, dass die Pokémon des Gegners randomized sind. Klar, die können nachher 65er Mewtwo aus dem Ärmel ziehen und uns one-shotten und total zerstören. Gleichzeitig darf man aber auch nicht vergessen, dass die Pokémon jetzt nicht unbedingt die Gefahr darstellen, die sie darstellen. Manche hiervon haben zum Beispiel Ace-Pokémon, die ziemlich unheimlich und ziemlich stark sind. Und wenn sie jetzt anstatt das Ace-Pokémon Raupi haben, nur als Beispiel, dann kann es natürlich für uns ein ganz schöner Vorteil sein. So, ich wechsle mal raus nach Xeno. Da kommt ein Starmie raus. Und Starmie wird richtig gefährlich. Hoffentlich hat es kein Ice Beam. Es outspeedet uns auf jeden Fall. Wahrscheinlich kein Ice Beam zu haben. Es benutzt Tackle und crittet auch noch. Okay. Starmie ist mega schnell. Deswegen habe ich echt nicht gedacht, dass wir outspeeden. Können wir one-shotten? Mit einem Crit können wir one-shotten. Nice. Sehr schön, Xeno. Sehr schön. Carpador. Das meine ich. Carpador, null Gefahr. Carpador kann uns halt gar nichts. Wir können einfach nur Rasierblatt drücken, das Ding one-shotten, gut ist. Aber wer weiß, wir haben noch eine Menge Kämpfe hier hintereinander zu bestreiten und zu bestehen. Das könnte hier alles noch richtig, richtig interessant werden. Goldini, okay. Ein Goldini ist jetzt auch keine Gefahr. 56 Goldini. Nice, okay, Xeno crittet alle aus dem Leben. Richtig nice. Du, Flor, möchtest du Pokémon wechseln? Ja. Mein Problem ist, Sina hat kein Eis, keine Eisattacke mehr. Außerdem würde ich nicht gerne einen Wassertypen in einen Pflanzentypen reintauschen. Ja, Kuri ist dead. Wir können mit Kuri keine Feuerattacken mehr auf Pflanzen-Pokémon spammen. Das heißt, ich muss jetzt mit irgendeiner Alternative gegen das Pokémon vorgehen. Und ich für meinen Part nehme jetzt dafür Dragoran, weil ich denke, dass Dragoran hier ganz gut mithalten kann, also Pearl. Und wir geben dem Ding einfach die Stärke. Und hoffen, dass wir einen dezenten Schaden machen. Ja, okay, es ist ein 3-Hit. Es wird ein 3-Hit-K.O. sein. Außer wir critten. Ah, wir critten nicht. Supertrank, okay. Aber das reicht nicht, wir können es immer noch besiegen. Komm schon. Pearl, Max Roll, Volltreffer. Nice, okay, das ist weg. Sehr schön. Wir haben Lorelei aka Forest besiegt. Kannst du es wagen? Indem ich es einfach mache. Du bist besser als ich dachte. Geh ruhig weiter. Das hier war nur dein Vorgeschmack auf die Dinge, die dich noch erwarten. Genau davor habe ich Angst, Boys. Genau davor habe ich Angst. Die sind alle nur leicht angeschlagen. Ich möchte jetzt keine Potion dafür verschwenden. Ich habe schon sehr viele Potions verbraucht in dem Grinding. Das heißt, ich möchte hier lieber auf Nummer sicher gehen. Ich gehöre zu den Top 4, mein Name ist Bruno. Durch ausgiebiges Training können Pokémon sehr stark werden. Ich habe meine Pokémon pausenlos trainiert. Gimp, wir werden dich mit unserer Kraft bezwingen. Zum Angriff. Holy crap, Alter. Let's go, Bruno Boy! Scott. Aras. Haha, ist das ein Witz? Stärke, let's go. Gib ihm Flex. Nice, nice, nice. Guter Anfang. Wenn das 2 Schaden macht, lache ich. Okay. 5. Ganze 5 Schaden. Weg mit dem Paras. Sehr schön, Flex. Bis jetzt haben wir noch nicht so starke gegnerische, unheimliche Monster gekriegt. Pokémons bekommen. Aber es könnte noch kommen. Und Rosana ist definitiv nicht schlecht. Rateschlag. X-Abwehr auch noch, okay. Er will uns unbedingt auswallen. Hoffentlich machen wir dezenten Schaden damit. Der Crit! Let's go, Flex! Buchtler. Er macht keine Eisattacke, das ist sehr gut. Ein Step für dich. Und du gehst down, Rosana. Rosana hätte Dragoran zerrissen. Rosana hätte, Xeno zerrissen. Ich bleib erstmal drin. Pixie ist jetzt nicht so gefährlich. Seins macht Metronom und kriegt eine Flugattacke. Dann drehe ich aber durch. Duplex-Sieb, okay.
Der Schaden hält sich in Grenzen. Wie glücklich dieses scheiß Pixie da steht, Mann. Das ist unglaublich. Schnapper, ja, ja, alles klar. Stärke, let's go. Finish, 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 finish. Yes, und auch noch der Crit dazu. Sehr schön, Flex. Arbok. Möchtest du Pokémon wechseln? Ich bleib nochmal draußen auf Flex. Arbok hat in der ersten Gen nicht so viele Moves. Und ich glaube kaum, dass ein Arbok uns besiegen kann, es sei denn, es crittet. Das war ein Crit. Let's go, Flex. Okay, ich heile aber mal hoch. Einfach nur aus Sicherheitsgründen. Wer weiß, was hier passiert. Reideschrei, okay. Das habe ich mir nämlich gedacht. Die Verteidigung sinkt, jetzt muss ich ein bisschen vorsichtiger sein. Jetzt macht er nämlich mehr Damage. Ja, ich sehe schon. Und das war kein Crit diesmal, Boys. Er macht gerade so viel Damage wie vorher mit dem Crit. Und ein Muschas. Möchtest du das Pokémon wechseln? Ja, ich brauche einen Special Attacker hierfür. Weil das Ding hat Verteidigung, beziehungsweise einen Verteidigungswert, der sky fucking high ist. 58 Muschas. Es ist so gut, dass ich mein Team auf 50 trainiert habe. 50 ist immer noch unterlevelt, aber könnt ihr euch vorstellen, wir wären hier mit den 40ern reingegangen. Manche meiner Pokémon waren 40 bis 43, bevor ich angefangen habe zu grinden. Wir wären zerstört worden, auch wenn das alles hier Pre-Ebus gerade waren. Ich bin erledigt. Doch die nächste Herausforderung wartet bereits. Alright, let's go. Hallo Agathe. Ich bin Agathe aus dem Team der Top 4. Professor Eich lobt dich in höchsten Tönen, junger Mann. Er war einmal ein gut aussehender, stattlicher Mann. Doch das war vor Jahrzehnten. Heute kümmert er sich nur noch um seinen Pokédex. Aber Pokémon wollen ja kämpfen. Gimp, zeige dir, wie ein richtiger Trainer kämpft. Okay, Agathe. Hau raus. Landen. Und ihr Saftkorn. Okay. Okay, 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 okay. Flex ist, glaube ich, gerade der beste Around-Lead, den wir haben können für unser Team. Das Einzige, was Flex wirklich gefährlich wird, sind Psycho und Flug-Pokémon. Und wenn die kommen, können wir rausswappen. Quappo, könnte rauswechseln. Ich könnte aber auch genauso gut mit Flex weitermachen. Aber ich wechsle mal raus. Ich muss ja keine Risiken eingehen, die ich nicht eingehen muss. Von daher, Rasierblatt. Ja, outspeeden, okay. Hätte ich nicht erwartet. Quappo ist eigentlich gar nicht mal so langsam. Außerdem ist er höher als wir vom Level. Oh, und wir kritten. Yes, Seno. Zerstör sie einfach alle, bitte. Danke. 53. Seno geht steil. Seno geht nach oben. Geht ham. Okuna. Möchtest du Pokémon wechseln? Yo. Ich würde sagen, ich hole mal wieder Flex raus. Flex kommt mit diesen ganzen Pokémon relativ gut klar, die wir vorher mit Kuri gemacht haben. Und Stärke, mein Freund. Super Trank. Okay, okay, okay. Das können wir finishen. High Roll und ist es weg. High Roll ist es weg. Jawoll. Let's go. Adab. Oh, ist Psychotyp. Psychotyp, wir müssen raus. Ich hab grad nicht aufgepasst. Dafür haben wir Pearl dabei. Pearl ist zwar nicht effektiv auf die, aber Pearl kann sie gut wegdenken. Genesung, okay, sehr schön. Ich benutze Stärke. Hector, okay. Ich wollte gerade sagen, seine Special Attack und Special Defense ist super hoch. Aber Pearl crittet, trotz Reflektor und weg damit. One-Hit-KO. Let's go. Ich glaube, das war Flex gerade. Flex Level Up, sehr schön. Überroller, okay. Nein. Wir werden Überroller nicht lernen. Flex wollte auch Geowurf in der Grinding Montage lernen, aber habe ich auch gesagt. Nein. Halt, stopp. Okay, Tauboga. Tauboga zerstört. Flex, Tauboga zerstört Seno. Pearl könnte Tauboga platt machen, aber ich würde eigentlich lieber nach Sina switchen. Tauboga sage ich die ganze Zeit. Tauboss. Level 60 Tauboss. Ziemlich gefährlich. Aber die Death von Sina ist super hoch. Und genau das ist der Grund, warum ich mich darüber geärgert habe, dass ich Aurora-Streu rausgehauen habe. Sina war unsere einzige Antwort gegen Flugtypen. Jetzt haben wir nur noch so eine scheiß Dornkanone, die nichts wert ist. Ich dachte, der Damage von der Dornkanone wäre höher. Deswegen wollte ich das austauschen. Das hat sich letztendlich nicht bezahlt gemacht. Okay, wenn jetzt die Hydropumpe trifft, ist das Ding weg. Wir haben jetzt Surfer auf uns mit Spiegeltrick. Alles klar. Normalerweise ist das ein Level 60 Gengar, was die gute hat.
Und Gengar wäre richtig unheimlich gewesen. Triff bitte die Hydropumpe. Wir sind darauf angewiesen. Xena, triff die Hydropumpe. Danke. Jetzt seht ihr, wie zuverlässig Hydropumpe ist. Und genauso zuverlässig wäre auch... Holy shit, es lebt immer noch. Genauso zuverlässig wäre auch Donner auf Raichu gewesen. Deswegen habe ich mir das erst gar nicht angetan. Oh. Yes, perfekt. Okay, gut, Xena. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und wir haben Landon besiegt. Let's get it. Let's go. Du hast gewonnen. Verstehe ich, was der Professor meinte. Stimme ihm voll und ganz zu. Setze deinen Weg fort, mein Junge. Ja, ja, Agathe und Professor Eich sitzen auf dem Baum. Und dann fand er den Pokédex und interessierte sich für Agathe kaum. Hahaha. Okay, wen haben wir jetzt hier? Den guten Lance, den guten Siegfried. Den guten Drachenmeister. Ich habe bereits von dir gehört, Gimp. Ich bin Siegfried, Drachentrainer. Und Oberhaupt der Top 4. Wusstest du, dass Drachen-Pokémon mystische Pokémon sind? Sie sind schwer zu fangen und zu zähmen. Doch die Mühe lohnt sich. Sie sind beinahe unbesiegbar. Bist du bereit, dem Schicksal ins Auge zu blicken? Für dich endet der Ausflug in die Pokémon-Liga hier. Siegfried spielt nicht. Siegfried zerstört. Nur damit ihr Bescheid wisst. Aber in einer Sache muss ich dir widersprechen. Du lebst sowas von in 1900, weil in 2016, ich glaube auch schon früher, gab es die Fairy-Types und die zerstören Drachen ordentlich. Wobei ich aber dem Typen recht geben muss, Pearl ist ein Monster. Drachentypen sind der Wahnsinn. Drache ist eins meiner Lieblingstypings. Siegfried, du Pimp. Marcellus. Und er hat einen Arktos, einen perfekten Drachen-Counter. Und es countert auch Flex damit. Oh, er countert einfach mal alles in meinem Team. Das ist nicht gut, Mann. Oh oh. Oh oh. Xena wäre jetzt hier eine gute Variante. Oder Claire. Claire könnte es auch machen. Eisstrahl. Sollten wir easy wegtanken. Wir sind eine Special Defense Wall. Sehr schön. Gesang. Blizzard, und er trifft das. Und das hat so eine Low Accuracy. Oh Gott, ich glaube, wir gehen down auf Claire. Ah, okay. Ja, Start zu Eis, natürlich. Dieser RNG-Moment. Krass, Mann. Dafür habe ich Top-Genesung dabei. Das macht nicht nur unsere HP wieder voll, sondern hält auch unseren Status. Agility, okay, 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 okay. Gesang. Nochmal Agility, okay, okay, okay. Nice, sehr schön, es schläft. Können wir rausswappen und ich gehe raus zu Xena. Wir sind zwar nicht sehr effektiv, aber wenn es wach wird, werden wir mindestens nicht gewone-shottet. Das ist gerade das Wichtigste. Und ich würde sagen, wir drücken dem Typen Dornkanone. Dafür könnte die Dornkanone jetzt relativ praktisch sein. Bam. Macht gar keinen Schaden, nevermind. Aber wir treffen öfter als einmal, das ist natürlich... Ne? Dreimal getroffen. Oh, es war ein Crit. Dreimal getroffen. Dornkanone. Arktos ist echt ein großes Problem für unser Team. Vor allen Dingen, da wir keine Elektro-Typen haben und keinen Feuertypen dabei haben. Aber wir arbeiten uns langsam aber sicher runter. Langsam aber sicher kommen wir nach vorne. Es hat jetzt schon die dritte Turn oder vierte Turn am Sleepen gehabt. Jetzt wacht es auf. Okay, wir greifen zuerst an. Weil es in der Turn, wo es aufwacht, den Gen 1 nicht angreifen darf. So, dann sind wir ganz clever. Wir haben Claire nicht mit, wir haben Claire nicht ohne Grund mitgenommen. Das ist ein Special Defensive, HP Special Defensive Monster. War eine Physical Attack und trotzdem haben wir die so gut weggesteckt. Gesang. Agilität, okay. Nice, wir haben getroffen. Sehr schön. Fuck yeah. Es ist jetzt schon gut, dass wir Claire, obwohl sie so unterlevelt ist, mitgenommen haben. Es ist sofort aufgewacht. Scheiße, Mann. Yes! Sia Arktos. Auster. Kapuzzi, auf jeden Fall. Xena, komm raus hier. Ich brauch dich. Kapuzzi ist auf 56, Boys.
Oko, Crit. Yes! Ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, die Gegner hier sind jetzt gerade relativ crappy, ne? Ihr seht's ja auch, aber trotzdem habe ich die ganze Zeit so innerlich ein bisschen Herzrasen, weil ich kein Pokémon verlieren möchte. Ich bin ein bisschen nervös tatsächlich, weil ich einfach nur darauf warte, dass sie mir gerade irgendein Legendary wie Arctos entgegenschmeißen, was mich wirklich zerstört. Wir sind unterlevelt und das ist das Problem an der Sache. Genau das ist das Problem an der Sache, dass wir unterlevelt sind. Galoppa, das wird schon ein bisschen gefährlicher. Genau so was meine ich. Wenn solche Pokémon regelmäßig kommen würden, Powerhouse-Pokémon auf Level 60, dann sieht man schon mal ein bisschen schneller, ein bisschen alt aus. Feuerwirbel, nice, ging daneben. Dann hätte ihm auch nicht viel Schaden gemacht. Sehr, 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 sehr gut. Wenn wir One-Shot mit einem Surfer. Es ist Stab, es ist sehr effektiv. Es ist ein super starker Move. Der Gegner überlebt. Der nützt den Hypertrank, okay. Scaloppa scheint ihm wichtig zu sein. Hyrule oder Crit. Surfer, Stab, sehr effektiv, come on. Das war ein Low Roll, schade. Okay, gut, sehr schön. Weg mit dem Galoppa. Und ein Georock, wir bleiben draußen. Wir haben hier auf dem Pokémon die beste Defense, das heißt, wenn das Ding in die Luft geht und explodiert, soll es mir egal sein. 62. Komm schon, wir machen dich platt. Yes, One-Shot, sehr schön. 52 auf Sina, let's go. Hoffentlich kriegen wir weiterhin so Gegner wie gerade. Bitte schmeiß mir keine Meta-Monster entgegen oder keine Legendaries, Mann. Es ist kaum zu glauben, meine Drachen sind an dir gescheitert, Gim. Nun bist du der Champion der Pokémon-Liga. Eigentlich wärst du es. Aber du musst noch eine Herausforderung bestehen. Ein weiterer Trainer erwartet dich. Es ist David. Auch er hat die Top 4 besiegt. Er ist der amtierende Champion der Pokémon-Liga. Hätte vorher heilen sollen. Shit! Hallo? Auf diesen Moment warte ich schon lange, Gim. Ich brauche einen starken Gegner, um mich in Form zu halten. Während ich meinen Pokédex aktualisierte, habe ich nur die stärksten Pokémon ausgewählt. Aber nicht nur das. Ich habe Teams aufgebaut, die alle Pokémon besiegen können. Und nun bin ich der Champion der Pokémon-Liga. Gimp, weißt du, was das bedeutet? Ich werde es dir sagen. Ich bin der mächtigste Trainer der Welt. Der mächtigste Trainer der Welt? Hm? Bist du das wirklich, David? Wie oft hast du gegen mich verloren? Gucken, ob wir es nochmal machen könnten. Zandan. Ich muss aber sagen, in den Originalspielen hat er echt ein verdammt solides Team. Beste Musik im ganzen Spiel. Fang mal den Surfer, mein Boy. Mein Boy, fang den Surfer mit deinem 61er Sandan. Dass das kein Sandama ist, ist alles, was mich gerade verwirrt, mein Freund. Wie oft hast du den B-Button gedrückt? Du überlebst. What the fuck? Surfer? Vielleicht hätte ich nach Sina rausgehen sollen, aber ich wollte Queen auch mal ein bisschen Screentime geben, damit sie auch mal ein bisschen mitkämpfen kann. Lumanda. Nope, wir bleiben schön draußen mit Queen. Was ein scheiß Witz, das wäre locker schon 30 Mal ein Glurak. Come on, David, wenn das alles ist, kannst du Level 100 sein. Und ich zerstöre dich noch. Aber ist kein Flammenwurf. Das konnte Kuri bis zum Ende nicht. Okay. Zumindest Moves, vor denen man Respekt hat. Oder haben sollte, hast du. Victory. Ja, ich wechsle mal lieber mein Pokémon. Sina ist auch ein Wassertyp. Beziehungsweise hat auch eine Wasserattacke. Ist halt ein Wassertyp. Und ich will nicht riskieren, dass wir ein Erdbeben oder ein Schaufler abbekommen auf einem Boden-Pokémon. Auf einem Ground-Pokémon. Das ist nämlich sehr effektiv und macht eine Menge Damage. Genau das meinte ich. Und die Physical Attack können wir auf Sina ganz gut wegdenken. Es gibt sich, dass man wegen einem verschissenen Sandsturm oder Sandwirbel nicht mehr trifft, ey. Dass wir jetzt nicht treffen, ist klar. Wegen unter der Erde und so. Aber jetzt müssen wir treffen. Okay, es reicht. Das triggert mich so dermaßen, dass ein Sandwirbel reicht, um mich fünfmal nicht treffen zu lassen.
Aber der Gegner, wenn ich ihm 3 Sandwirbel, 5, 10.000 Sandwirbel drücke, trifft mich immer noch. Und quittet auch noch. Blitzert. Mich auch, Alter. Quittes. Quitt dich jetzt zurück, pass auf. Gotcha! Auf Ansage. Okowai, möchtest du das Pokémon wechseln? Sicher doch. Die Frage ist, was möchte ich rausschicken? Ah, ich glaube, ich hole Pearl raus. Wir haben keinen Feuertypen mehr. 61 Kokowai. Kokowai ist übelst stark, Boys. Nicht nur ist Kokowai übelst stark, sondern Kokowai ist auch noch in seinem Hauptteam drin gewesen. Je nachdem davon abhängig, was für ein Starter-Pokémon er gewählt hat. Stampfer macht eine Menge Damage. Das ist eines dieser Pokémon, vor dem man Respekt haben muss. Das hier ist echt interessant, Mann. Okay, Stärke. Er ist 10 Level über uns, das ist unglaublich, Mann. Stärke. Haus um. Yes, okay. Arbok, okay, Arbok ist keine Gefahr, wir bleiben draußen mit Pearl. Wir heilen Pearl jetzt erstmal voll. 61, Junge. Wir heilen Pearl jetzt erstmal in Ruhe voll und dann arbeiten wir das Arbok weg. Stärke, einfach Stärke weiter drauf sein, würde ich sagen. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher gewesen. Aber es sollte reichen. Wir sind paralysiert. Ich versuche mal Surfer. Komm schon, komm schon. Aus, einfach weg. Ah, nicht ganz. Wir sind paralysiert, okay. Hauptgenesung, okay, der Junge will's wissen. My boy. Okay, da benutze ich mal Top-Genesung. Und mach uns voll und mach die Paralyse weg von uns. War ja klar, dass er das predicted. Weil sie in Gen 1 immer noch dieses Bug haben, dass sie automatisch immer die perfekte Attacke gegen dich benutzen. Das ist in späteren Gens ab Gen 2 nicht mehr so, Boys. Heideschrei. Verteidigung sinkt, okay. Und jetzt finishen wir's, komm schon. Zweimal minus Death, okay, jetzt muss ich vorsichtig werden. Auf jeden Fall ist das Arbok weg vom Fenster. Sehr schön. Holy shit. Ein Glurak. Okay, okay. Das ist schon eher nach meinem Geschmack, was ein gutes Pokémon betrifft. Oho. 65 Glurak, Boys. Let's go. Ich liebe Glurak, ne? Flammenwurf. Das macht eine Menge Damage dafür, dass es nicht mal gecrittet hat und dass es nicht sehr effektiv ist. Die 13 Level, die du auf mir hast, die merkt man echt gut. Und dass du eine Max-Feuerattacke hast, das merkt man auch ziemlich gut, mein Freund. Hypertrank, Sina, einmal voll heilen, bitte. Ja, Mann, das Glurak heilt mich gerade richtig. Feuerwirbel, okay, okay. Ich sehe das, was du tust, ich sehe das. Glurak greift weiter an. Dein Glurak ist ein Monster. David, vor deinem Glurak habe ich Respekt. Das Ding ist ein Monster. Oh, ist das geil. Das outspeedet uns gleich. Das Problem ist, es kann uns dann one-shotten mit einem Flammenwurf. Haben wir eben gesehen. Ich riskiere es jetzt einfach. Komm schon, Sina. Yes! Surfer! Get fucked! Sina. Danke dafür. Gimp besiegt David. Nein, das kann nicht wahr sein. Meine besten Pokémon sind geschlagen. Mein Siegeszug ist schon vorbei. Nach all den Anstrengungen, Liga-Champion zu werden, das ist nicht fair. Get wrecked. Wieso? Wieso habe ich verloren? Ich habe meine Pokémon doch sehr sorgfältig aufgezogen. Verdammt, du bist der neue Champion der Pokémon-Liga. Aber ich gönne dir das nicht. I don't care. Ich hab gewonnen. Da, 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 da. Da, 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 da. Diese Alabastia-Musik, diese Start-Town-Musik in langsam, ist perfekt hier gerade. Gimp,
Du hast also gewonnen, Glückwunsch. Du bist der neue Champion der Pokémon-Liga. Du hast viel dazugelernt, seitdem du dich mit dieser Knospe auf den Weg gemacht hast. Imp, du bist schon viel erfahrener. David, du hast mich sehr enttäuscht. Als ich hörte, du hättest die Pokémon Top 4 besiegt, bzw. die Pokémon-Liga besiegt, kam ich hierher. Doch als ich ankam, warst du der Verlierer. David, du weißt, warum du verloren hast. Du hast deinem Pokémon nicht genug Liebe und Vertrauen entgegengebracht. So wirst du niemals Sieger sein oder niemals Sieger werden. Gimp, du hast begriffen, dass dein Sieg nicht allein dein Verdienst war. Die Beziehung zu deinem Pokémon ist vorbildlich. Gimp, folg mir. Jeden Fall. Was ein bisschen gemein zu David. Vor allem, weil er dein eigener Enkel ist, aber trotzdem, ja, du hast die Wahrheit gesagt. Von daher lasse ich dir jetzt gerade durchgehen. Meine Pokémon sind Heiligtum. Ist einfach so. Herzlichen Glückwunsch, Gimp. Das hier ist die Pokémon-Ruhmeshalle. Alle Champions der Pokémon-Liga werden hier für ihre Heldentaten ausgezeichnet. Zusätzlich werden hier all ihre Pokémon geehrt. Gimp, du hast hart gekämpft und die Herausforderung der Pokémon-Liga bestanden. Gimp, du wirst gemeinsam mit deinen Pokémon in der Ruhmeshalle verewigt. Let's go. Xena, du warst eben mein Monster, Mann. Ich bin stolz auf dich. Blex! 52. Pearl 51. Da-da-da-da. Da-d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 a. Xena, unser Starter mit 53. Ich habe meinen Starter das ganze LP behalten. Ich bin echt happy darüber. Das passiert nicht oft. Meistens verliert man den Starter früher oder später. Xena 52, weil man den Starter halt die ganze Zeit dabei hat. Aber Xena hat alles überstanden. Stolz auf den Großen, ey. Queen auf 50. Und Claire auf 42. Da, 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 da. Und hier sind wir. Spielzeit ist mehr oder weniger irrelevant, weil der Speed-Up-Button die Zeit extrem schnell vorwärts fliegen lässt. Fast fünfmal so schnell wie sonst. Aber wir haben ungefähr 56 Stunden hier angeblich gespielt. Was soll's? Wir haben noch ein bisschen an Kohle. Sehr gut. Du gibst dir sehr viel Mühe. Hole dir bei meinem Gehilfen einen Detektor ab. Okay. Pokémon Blaue Edition. Satoshi. Junichi Masuda. Er ist seit dem ersten Spiel dabei gewesen. Und der gleiche Typ, den ich gerade genannt habe, Junichi Masuda, der für die Musik zuständig ist hier, für die Soundeffekte, das ist der Typ, der uns im Pokémon direkt das neue Pokémon Ultra Sonne, Ultra Mond vorgestellt hat. Wo ich noch gesagt habe, erzähl mir mehr darüber, Junichi. Das ist der Typ. Jetzt wisst ihr auch alle, wie das Gesicht dazu aussieht, falls es euch interessiert. Der ist mit für die ganzen Pokémon-Spiele verantwortlich. Nicht nur als Sound, sondern auch als Programmer und als Designer etc. etc. Der Typ hat verdammt viel mit hier in die Pokémon-Spiele reingebracht. Ja, das war's, Boys. Wir haben offiziell die blaue Edition besiegt. Im Grunde ist das Let's Play mehr oder weniger vorbei. Wir können jetzt noch ein paar Sachen machen. Einfach nur just for fun, weil wir da Bock drauf haben, falls wir das wirklich machen wollen. Aber im Großen und Ganzen war es das. Ich überlege mir jetzt gleich noch schnell, ob ich das noch eben kurz durchziehen möchte mit euch. Dann werden wir mal weitersehen. Endo, Creatures. Ende. Nice. Absolut nice, Boys. Wir haben es geschafft. Wir sind durch. Wir sind Champion. Hell yeah.
Wollt ihr mir nicht das Item geben? Dann halt nicht. Freue mich, dich zu sehen. Was macht dein Pokédex? Zeig mal. Oh, bla 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 bla. Okay. Aber darum geht es sich gar nicht. Das ist gar nicht das, was ich machen wollte. Was ich jetzt noch machen wollte mit euch ist... Man könnte jetzt noch Zapdos und Arctos fangen, aber ich bin ganz ehrlich, darauf habe ich keine Lust. Zapdos ist noch ganz einfach zu holen, aber Arctos in dieser Höhle ist ein bisschen versteckt, ist ein bisschen verzwickt. Da habe ich jetzt nicht so viel Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Das ist auch unnötig. Aber eine einzige Sache, den Endboss der Endboss in diesem Spiel, den werden wir uns auf jeden Fall noch ganz kurz holen. Ihr wisst alle, wovon ich rede. Und ja, den werden wir uns auf jeden Fall noch ganz kurz snacken. Das machen wir auch noch diese Episode, bevor das Let's Play wirklich vorbei ist. Und wir wollen auf jeden Fall wissen, was das für ein Pokémon wird, was da randomized wurde. Das wäre nämlich mega interessant zu sehen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier lang. Das ist der schnellere Weg, würde ich sagen. Durch die Dicta-Höhle durch. Oh, unser Team ist gar nicht geheilt. Das müssen wir auf jeden Fall gleich mal machen. Der Schneider, zack. Weißt du, dass hier in diesem Haus einer der Gehilften steht? Vielleicht gibt der mir das ja. Nope, das wird irgendwo ein anderer Typ sein, den ich noch nicht gesehen habe. Pokémon, Sino, Zerschneider, bam. Einmal hier durch die Dicta-Höhle durch. Schutz wirkt nicht mehr, okay. Nochmal einen Topschutz geschmissen und weiter geht's. So. Einmal kurz voll heilen, unser Squad hat nämlich einiges an Damage gekriegt. Nein, wir sind jetzt voll. Wir haben schon voll geheilt, danke. Und dann geht's hier hoch, einmal hier durch, einmal durch dieses komische Haus hier durch. Und dann sind wir auch schon fast da. Sind wir schon fast da angekommen, wo wir hin wollen. Das ist wichtig. Gehen einmal hier durch, Slip Slide, Zerschneider. Weg frei gemacht und weiter geht's, Boys. Keiner hält uns auf. Ups. Falsche Abbiegung. So. Hab Schutz. Und los geht's. Tina Surfer. Auf geht's, ab geht's. Wie ihr sehen könnt, ist der NPC weg, der hier das Ding bewacht hat. Was ziemlich cool ist. Steht auf jeden Fall noch ein Dings rum. Warum auch immer die hier random rumsteht und kämpfen will. Weiß ich nicht, verstehe ich nicht. Aber sie hat einen Lavados, okay. Hinterfragt das einfach nicht weiter. Ich dachte, da wäre vielleicht noch ein Item oder so, was wir uns noch mitnehmen könnten. Aber hier wollen wir hin. Und hier geht die Action nochmal richtig ab. Das ist das letzte Stück, in dem die Action richtig abgeht, Boys. Frage ist nur, wo müssen wir lang? Kann mich nicht hundertprozentig daran erinnern. Gute Sache ist, dass wir Dings dabei haben. Eine Menge Schutz dabei haben. Was noch ein Item? Ein Superschutz, okay. I take it. Hier ist eine Leiter, okay, okay. Ups, hier wollte ich gar nicht hin. Wollte hier hin, nochmal, Superschutz hier benutzen, zack. Und dann können wir hier auch direkt weiter surfen mit Pearl. Let's go, Pearl. Ein Aufwecker, alles klar. Von hier aus kommen wir praktisch. Okay, das heißt, dass egal, ob wir da lang gegangen wären oder nicht, hier kommt man auf jeden Fall aus. Das ist sehr gut zu wissen. Ich gehe mal hier hoch. Hier ist noch ein Item. Eisen, okay. Gib mir das. AP Plus. Okay. Sind wir hier ausgekommen? Alles klar, jetzt weiß ich, wo wir sind. Ich würde aber gerne auf das Item das necken. Anscheinend ist das hier gar kein Labyrinth. War das nicht in späteren Versionen mein Labyrinth? Das hier scheint kein Labyrinth zu sein. Das geht ja straight forward eigentlich. Überall nur zwischendurch noch ein paar Items versteckt, so wie es aussieht. Vielleicht ist es in der ersten Generation gar kein Labyrinth gewesen. Vielleicht vertue ich mich hier auch gerade einfach nur. Weil es eben so aussah, als wäre es eins gewesen. Haben wir hier irgendwo... Wo sind sie?
Schutz, Topschutz, genau, und Abflug. Das Magma ist unser erster Encounter hier drin und das Ding ist super, super hoch vom Level her. Außerdem ist Magma ein ziemlich gutes Pokémon. Hier, hab einen Meisterball. Das Let's Play ist eh vorbei, wir können die Dinger jetzt auch benutzen. Und wir haben das Magma gefangen. Let's go. Brenner. Dieses Pokémon kann sich dank seines orangefarbenen Körpers perfekt im Feuer verstecken. Einen Spitznamen geben auf jeden Fall. Ditduck das Magma. Nennen sie immer so, frag mich nicht warum. Und ein Kokowai. Holy shit, hier sind voll die Monster. Noch ein Item. Ich bin neugierig, wie immer. Nennst du mal ein Pokéball, okay. Ich brauche ein höheres Pokémon an der Spitze, ansonsten. Was ist denn noch höher? Sinnoh ist noch ganz hoch. Noch ein Level höher zumindest. Ansonsten bringen uns die Schutz nicht so viel. Oh, ich sehe gerade, wir sind noch vergiftet. Hyperheiler auf Flex. Zack, zack, zack. Und weiter kann's gehen. Oh, Karol ist Level 60. Shit, Mann. Sind wir richtig? Habe ich den richtigen Weg genommen? Ob wir wirklich richtig stehen? Das sehen wir, wenn das Licht angeht. Junge, 50 Raupi. Holy crap, Mann. Hauptbeleber, okay. Jurob auf 64. Hier sind die Mega-Monster-Pokémon drin. Das ist eigentlich der Ort, an dem man hingeht, wenn man leveln möchte. Am Ende des Spiels, wenn man dann Competitive-Spieler ist und seine Pokémon auf 100 zieht. Bis damals hat man das getan. Ein Wasserstein, okay. Schutz wirkt nicht mehr. Ich werde trotzdem einen neuen werfen, auch wenn unsere Pokémon relativ weak sind, weil nicht alle Pokémon, die uns hier encountern wollen, sind automatisch so ein super hohes Level. Das bedeutet, wir können zumindest 50% der Pokémon abblocken, was ziemlich praktisch ist. Ist nicht jedes, aber viele der Schwächeren, vor allem hier auf dem Wasser. Wir kommen immer näher. Ich kann schon förmlich riechen, Boys. Kann schon förmlich riechen. Ah, diese Encounter. Da ist es. Da ist das, worauf wir noch gewartet haben nach der Top 4. Darf ich euch vorstellen, Mewtwo. In der Azuria. Ist das die Azuria City Höhle? Azulea City Höhle. Auf jeden Fall ist das hier das Pre-Game, nachdem man, oder beziehungsweise das, ja, nachdem man das Spiel durchgespielt hat, das Pre-Game, wo man sein Mewtwo fangen kann. Für all die, die es interessiert halt. Das sollte 70 sein, wenn ich mich nicht täusche. Und es ist natürlich randomized. Und der Grund, warum ich hier hingelaufen bin, obwohl es randomized ist, ist einfach nur, weil ich aus Jux und Dollerei mit euch noch sehen wollte, was dieses Mewtwo denn jetzt randomized wurde, oder zu was das randomized wurde. Ich würde sagen, wir klicken es einfach mal an. Wow. Und da war der Schrei von Mewtwo. Bin gespannt, was es ist. Wenn es ein Raupi ist oder so, ich lach mich kaputt. Ein Slimer. Unser Mewtwo ist ein Level 70 Slimer. Alles Klärchen. Holy shit. Oh Mann, ey. Hier, Meisterball für dich. Alter Schwede. Ist der Wahnsinn. Einfach mal ein Level 70 Slimer. Okay. Aber ich würde sagen, das war's für dieses LP, Leute. Wie immer speichern wir unser Spiel, damit wir keine Daten verlieren, auch wenn es gerade relativ irrelevant ist. Und ich danke jedem von euch fürs Zusehen generell beim Let's Play. Ich hoffe, euch hat das ganze Let's Play gefallen. Ja, wir starten in Zukunft nochmal ein neues Let's Play. Oder viele verschiedene neue Let's Plays, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Ich habe einiges geplant. Lasst euch überraschen.
Danke für alle, die von Episode 1 bis zu dieser Episode hier mit durchgesehen haben, sich alles angeschaut haben, für die Leute, die ein Like und die Views da gelassen haben und auch Comments da gelassen haben, einfach für die Leute, die aktiv auf dem Kanal da waren. Danke dafür und ja, wenn das heutige Video gefallen hat, wenn euch das Finale gefallen hat, lasst mir den Like da, einen Daumen nach oben. Alternativ könnt ihr auch jederzeit zum Kanal abonnieren, damit ihr keinen zukünftigen Content mehr verpasst. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen super tollen Tag, Leute, und haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.